Hey ho und herzlich willkommen hier in Joraikos Staubstube zu einer kleinen Nachbesprechung und einigen Gedanken zum Amphi-Festival in Köln 2024 von einem Menschen, der dieses besucht hat. Das bin ich, Joraiko. Hi. Wir machen das heute mal ganz bescheiden hier mit der Webcam, weil ich gar nicht so inspiriert bin, mich jetzt nochmal richtig hinzusetzen und da eine Stunde drüber zu reden, sondern das ist ein ganz kleiner, bescheidener Talk und darum jetzt einfach mal am Computer mit ein paar Stichpunkten, ein paar Sachen, die ich sagen wollte. Nach meinem zweiten Amphi-Festival-Besuch, einer der größten Treffs der schwarzen Szene in Deutschland und dann eben auch ein großes Musikfestival in diese Richtung. Ich war das erste Mal 2022 da und dann nur einen Tag, so Samstag, und das auch vor allem für The Birthday Massacre, eine meiner Lieblingsband von Kindesbeinen an, und die spielten da eben einmal in Deutschland und dachte mir, okay, das ist eine gute Möglichkeit. Der Rest vom Amphi-Festival war da eigentlich nur Bonus. So, es ging primär um Birthday Massacre und ich hatte da eine gute Zeit, auch mit anderen Acts. Diesmal habe ich mir gesagt, komm, du probierst zwei volle Tage und schaust mal, wie das wird. Und ich denke, jetzt nach dem Amphi-Festival kann ich sagen, dass mir persönlich zwei Tage etwas zu viel sind. So, ich habe viele Acts angehört, viele Acts angeschaut, nette Menschen getroffen, gar kein Problem. Mir war selten langweilig, aber es ist einfach ein bisschen viel. So, ich bin nicht so der Festival-Mensch und es waren dann doch nicht so viele Acts, die mich so brennend interessiert haben, dass ich da unbedingt dabei sein musste. Ich denke, ein Tag hätte für mich komfortabel auch ausgereicht. Ob ich da nochmal in diesem Kontext zwei Tage aufs Amphi gehe, ist sehr fraglich. Einer wird vielleicht nächstes Jahr nochmal drin sein. Aber das muss man, glaube ich, so wissen. Also hat man da wirklich Bock auf genügend Acts, um da zwei Tage zu sein. Und ja, ansonsten tut es im Zweifelsfall auch einer. Gerade weil es natürlich auch sehr anstrengend ist. Ne? Also wer auf Festivals geht, öfter geht, wird das kennen. Man steht dann da teilweise 3-4 Stunden auf seinem engen Spot. Ne? Man möchte dann auch schon in den nächsten Act. Man geht dann nicht mehr weg, um seinen Platz nicht zu verlieren. Dann steht man da 4 Stunden. Das ist sehr anstrengend. In meinem Fall nimmt man noch viel auf, hält eine schwere Kamera hoch. Und da war ich Samstagabend eigentlich schon so knüller, dass ich mir dachte, puh, morgen gleich nochmal das Ganze. Deswegen ein Tag würde in meinem Fall wohl reichen. Von den Bands war ich positiv angetan, so im Größten. Viele kannte ich ja auch schon und wollte dahin. Und einige andere habe ich mir zum ersten Mal auf Auge und Ohr gelegt und war damit zufrieden. Habe da viel mitgenommen. Kann man wahrscheinlich auch in den Impressionsvideos bzw. im Konzertvideo sehen. Da habe ich ja einiges aufgenommen. Und das war ganz nett. Highlights waren Eisbrecher, Elinare fand ich sehr gut und natürlich And One. Das sind alles Bands, die ich schon kannte und insofern wurde ich da auch sehr abgeholt. Eisbrecher ist natürlich die AAA schwarze Szene-Band. Das hat er entsprechend auch abgeliefert. Das war ganz in Ordnung, der Auftritt. Ich gehe das jetzt einmal chronologisch durch. Ostfront habe ich mir angeschaut. Das sind jetzt also so die Bands, die ich mir im Vornherein angehört habe und von denen ich mir dachte, okay, die hörst du dir auf dem Amphi-Festival mal an. Ostfront, aka Wir haben Rammstein zu Hause, fand ich okay, ja, fand ich so ganz in Ordnung. And One ist eine Band, die ich seit Jahren sehr schätze. Die haben Sonntagabend dann das Amphi-Finale gemacht und das war für mich auch tatsächlich der beste Amphi-Auftritt. Die hatten richtig Spaß. Was die für einen Spaß hatten am Tanzen und Singen und Performen. Eine wunderbare neue deutsche Härteband. Freut mich, die gesehen zu haben. In fast der ersten Reihe. Black Book habe ich in der kleinen Theaterstage gehört und gesehen, mochte ich vor allem von den Instrumentals her. Auch das hat große Freude bereitet, dazu zu hören, sollte man sich mal anhören. Der Drummer hatte auch ordentlich Spaß. Soulbound haben auch relativ früh am Samstag gespielt und die fand ich in Ordnung. Das kann man mal machen, die haben so ein, zwei Songs dabei, die ich mir gerne anhöre. Das ist so eine Metal-Vertretung, die für mich gerade noch tolerierbar ist, als jemand, der mit Metal eigentlich nicht viel anfangen kann, grundsätzlich. Das ist noch tolerierbar. Project Pitchfork, eigentlich auch als großes Highlight von mir angesehen. Den Auftritt fand ich passabel, aber doch etwas ernüchternd anhand der Erwartungen. Also das war jetzt kein so immenses Highlight für mich. Elinare haben das Amphi-Fest eröffnet und sind eben so ein kleiner Act, ne, so eine kleine Band, und haben aber sehr viel Performance gemacht, haben das Publikum sehr eingebunden, haben sehr viel Motivation reingebracht.
waren eigentlich fast schon als Animatoren da, wenn man so möchte. Und dann hat das sehr viel Spaß gemacht. So. Toy auf der Theaterstage. Sehr gute Instrumentals, sehr gute, etwas ruhigere Musik. Entspannt, hat mir gefallen. Heldmaschine. A.K.A. Wir haben Rammstein zu Hause, hat mir deutlich besser gefallen als beispielsweise Ostfront. Da ist die Rammstein-Liebe dann schon stärker aufgeblüht in mir. So. Auch wenn sie natürlich ordentlich Eigenidentität haben, keine Frage, war das doch eine Band, der ich gerne gelauscht habe. Ruined Conflict habe ich auch in der Theaterstage am Sonntagabend gehört. Und bei denen hatte ich das Problem, was ich auch bei einigen anderen Acts hatte, das ist hier aber besonders primär hervorgetreten, dass die Audioqualität auf dem Amphi-Festival teilweise sehr zu wünschen übrig gelassen hat. Das habe ich bei Ruined Conflict gemerkt, weil ich da im Speziellen eigentlich kaum was von den Lyrics verstanden habe. Gut, ich stand da jetzt nicht in der ersten Reihe, ich stand da relativ weit hinten, aber das war so ein Geschrammel und das war so ungenau, die Musik. Das war so verwaschen von der Qualität her, dass ich die Lyrics eigentlich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe jedes zehnte Wort oder dergleichen verstanden und mehr ging nicht. Das war auch auf der Mainstage teilweise das Problem, aber gerade in der Theaterbühne hatte ich das zwei, dreimal. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging. Das fand ich sehr schade. Da sind eigentlich nur die Instrumentals hervorgetreten bei Ruined Conflict. Den Gesang habe ich nicht verstanden. Und das war gutes, reines Englisch. Blutengel auf der Mainstage. Mit denen kann ich so mittel viel anfangen privat. Die haben aber eine gute Show geboten mit Tänzerinnen und Performances. Das war in Ordnung, war adäquat, mochte ich. Und das waren so die Acts, mit denen ich vertraut war und mit denen ich meine Zeit auf dem Amphi verbracht habe. So insgesamt, also das waren jetzt einige, na, ihr habt es gemerkt, die ich aufgezählt habe. Auf zwei Tage war das mehr als genug. Ich hatte auch zwischenzeitlich mal ein paar Stunden Zeit. Und wie gesagt, deswegen zwei Tage muss man wollen. Das mit dem Trinkwasser hatte ich 2022 angemerkt, dass mich das sehr ärgert, dass man nur eine leere 0,5 Liter Flasche mit reinnehmen darf. Diesmal habe ich den Brunnen auch gefunden, den Trinkwasserbrunnen, und fand das in Ordnung. Da gab es nie große Schlangen, insofern Trinkwasser ist da kein großes Problem. Find's immer noch ärgerlich, dass man kein Essen mit reinnehmen darf und auf das teure Festivalessen angewiesen ist, wenn man nicht zwischenzeitlich raus will. Ich habe nichts von dem Messeessen mitgenommen, kann nichts zur Qualität oder den Preisen sagen. Sie waren wahrscheinlich gesalzen. Ich bin dann doch die 15 bis 20 Minuten zu einem Rewe oder einem Lidl aufgebrochen, wenn man mal Zeit hatte. Das ging. Ja, an der Stelle möchte ich auch, wie immer, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, nochmal das Sattgrün empfehlen. Das ist ein veganes All-You-Can-Eat-Buffet-Restaurant in Köln, das es auch in Köln gibt. Ich habe es in Düsseldorf zu Doku mir empfohlen. Ein fantastisches Restaurant, das Beste, das ich kenne. Esse ich immer sehr gern und habe ich dann auch während der Amphi-Zeit gemacht. Fantastisch. Bekommt ihr sehr viel für euer Geld. Hat nicht so viel mit dem Amphi zu tun, aber sei an der Stelle erwähnt. Einlass war genau wie 2022 absolut top, völlig problemlos. Da können sich große Anime messen, da können sich andere Festivals und Konzerte eine große Scheibe von abschneiden, denn das ging reibungslos. An beiden Tagen, auch wenn man raus und wieder rein ist, keine große Schlange, keine großen Ärgernisse. Man war da im Handumdrehen drin, die Sicherheitskontrollen waren angenehm. Es war problemlos und flott. Händler, fand ich, waren nicht so viele Interessante da. Nicht so viele, die ich spannend fand. So, das ist eben so der typische Goth-Stuff, ne? Schwarze Kleidung, Stiefel, überteuerte Ringe, Ketten, so diese Sachen. War jetzt nicht viel dabei, was ich spannend fand. Ist okay, habe ich eben kein Geld ausgegeben. Außer für diese Dinger hier. Diese süßen Mini-Handschellen. Die sich nicht verschließen lassen und deswegen als Armband gar nicht geeignet sind. Jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll, aber sie sind niedlich. So, für 9 Euro. Okay. Als Erinnerungsstück. Der Amphi-Fanshop an sich, da gab es ja die Amphi-T-Shirts wie jedes Jahr. Die, jetzt mal abgesehen von den gesalzenen Preisen von 30 Euro pro T-Shirt, so im Plus-Minus war, was ich mitbekommen hatte, ist ein gesalzener Preis. Ich hätte mir dennoch gegebenenfalls das Katzen-Amphi-T-Shirt geholt. Das fand ich ganz cool, aber das war natürlich auch das mit Abstand beste Motiv und deswegen war das nach einem halben Tag schon ausverkauft. Schwierig. Also hätte man doch vielleicht im Vorfeld sehen müssen, dass das so ein cooles Motiv ist. Also selbst wenn es nicht das beliebteste Motiv ist, aber man sollte doch von jedem Motiv wenigstens genau genug haben, dass es mehr als einen halben Tag reicht. Man weiß doch, wie viele Besucher in etwa anwesend sein werden und was man dann vielleicht für eine Stückzahl bestellt. Das fand ich ein bisschen ärgerlich, aber so habe ich keine 30 Euro für ein T-Shirt ausgegeben und das ist auch in Ordnung. So.
Das Wetter war sehr wechselhaft. Ihr habt es mitbekommen, wenn ihr auf dem Amphi wart. Es gab Sonnenschein ebenso häufig wie Regenstürme. Insofern ist mir zumindest der Gedanke gekommen, dass es praktisch wäre, wenn es mehr Unterstellmöglichkeiten auf dem Amphi gäbe. Es gibt genug Sitzmöglichkeiten, absolut. Na, also sowohl auf den Wiesen als auch an Sitzbänken ist einiges vorhanden. Aber mit Dächern und dergleichen gibt es eigentlich nur das Toilettenhäuschen, die Theaterbühne und eben die paar Schirme vor der Hauptbühne, die dann natürlich gebrochen voll waren. Das wäre wünschenswert, denn so ist man minutenlang teilweise übers kleine Amphi-Gelände durch den Regen gestapft, wenn man keinen Regenschirm dabei hat. Klar. Gewandler, also wirklich besondere, auffällig gekleidete Gewandler, die ich hätte fotografieren, filmen, mit denen ich hätte interagieren wollen, waren nicht so viele da, was aber auch wie 2022 der Fall ist und was man auch erwarten kann, ne? Denn das ist eben vor allem ein Musikfestival, wo die Leute eine gute Zeit haben wollen und nicht wie bei dem BGT oder eben auch auf einer Anime-Messe für die Cosplayer, die dann da sich eben präsentieren möchten und die da ein bisschen flanieren möchten. So, aber ich habe dennoch einige sehr talentierte und herausragende Gewandler gefunden, durfte mit ihnen interagieren, das war sehr schön, ne? Auch viele englischsprachige Menschen, ne? Die kommen aus ganz Europa, ganz klare Sache, wie beim BGT. Und beim WGT hatte ich dann das Feedback, genau wie 2022 unter den Videos und bei den Fotos, dass das WGT ja nicht mehr so sei wie früher und dass es ja heute nur noch eine Clowns-Show und eine Kostümshow sei. Und da laufen ja nur noch Leute rum, die so aufwendig gekleidet sind und die sich präsentieren wollen und es ist alles so oberflächlich und ach. Okay, jetzt mal, und es könnte der Eindruck entstehen, dass es beim Amphi genauso war, denn auch da habe ich natürlich ein Video, das voll ist mit diesen aufwendig gekleideten Leuten. Jetzt mal abgesehen davon, wie unglaublich arrogant, gatekeepig und oberflächlich diese Ansicht und Meinung ist, dass ich da nichts gebe und dass da niemand was drauf geben sollte, ist klar. Jetzt mal abgesehen davon. Aber mir kam jetzt gerade beim Amphi der Gedanke, dass es eigentlich nur logisch ist, dass in diesen Videos und dass auf den Fotos dann vor allem Leute vertreten sind, die auffällig gekleidet sind oder die herausragen. Denn man würde ja an meiner Stadt eher weniger zu Leuten gehen, die einfach nur Stiefel, eine schwarze Hose und eine coole Weste tragen und einfach gut aussehen, sondern man würde ja schon eher zu den Leuten gehen, die sich so ein bisschen herausgeputzt haben, also wirklich aufwendig aussehen, also besonders. Und ich denke, daher kommt es auch, dass dieser Eindruck beim Wave Gothic Treff entstand, dass das ja alles Kostümierte sind. Nö, aber die spricht man natürlich eher an, die sich so herausgeputzt haben in ihrer Gewandung. So war es beim Amphi auch. Aber wie dem auch sei, die 20, 25 Leute, mit denen ich da fotografisch interagiert habe, das waren richtig nette Menschen und die waren zu allem bereit und das hat Spaß gemacht. Was nicht so viel Spaß gemacht hat, war das soziale Verhalten von Leuten bei den Konzerten direkt. Na, das gilt vor allem für die Mainstage, gar nicht mal so sehr für die viel kleinere Theaterstage, was paradox ist, aber es gilt vor allem für die Mainstage draußen, was dann Drängeln, das Schubsen, das Vorbeischieben angeht, solche Sachen. Ne? Ich stand nicht immer so in der ersten, zweiten, dritten Reihe, auch in der 10. und 12. Reihe wird noch gedrängelt und geschubst, als wäre es das letzte Konzert dieser Welt. Und selbst wenn man schon eng an eng steht, weil zum Beispiel End One auftritt, weil Eisbrecher auftritt, weil Project Pitchfork auftritt, wo dann wirklich viele, viele Leute, vielleicht fast alle auf dem Amphi dabei sein möchte. Und selbst wenn es dann schon eng an eng ist und man wirklich so dasteht für 30, 40 Reihen, dann drängeln sich einige immer noch an einem vorbei, um weiter vorzukommen, obwohl da kein Luftraum mehr ist. Da ist einfach kein Platz mehr. Und manche Leute schaffen es dennoch, die schubsen einen dann so weg. Vielleicht bin ich da einfach zu zart beseitigt. Ich gehe ja sonst nicht auf Festivals. Ne? Ein Wackengänger, ein Mera Luna-Gänger, der wird darüber lachen. Humorlos wird er darüber lachen, worüber ich mich hier gerade echauffiere. Vielleicht bin ich da einfach zu zart beseitigt. Aber ich fand das schon unangenehm und störend. So, und das sage ich als jemand, der natürlich auch oft eine Kamera hochgehalten hat. Das fanden wahrscheinlich andere Leute störend, aber ich habe dann zumindest geguckt, dass ich es halbwegs so mache, nicht zu hoch, na, vors Gesicht, dass ich nicht zu viele Leute zu schlimm belästige, aber dieses Geschubse und Gedränge fand ich schon unangenehm. Auch gab es Leute, die waren dann in der ersten Reihe, zum Beispiel bei der Theaterstage ist mir das aufgefallen, die stehen in der ersten Reihe direkt vor dem Gatter und verbringen dann 20 Minuten des Auftritts so. Das heißt, ihr riesiger Schädel verdeckt uns die Sicht, aber das Handy ist wichtiger. Auch das sehr paradox. Aber gut, es gibt seltsame Leute überall auf der Welt und wenn nicht auf dem Amphi, wo dann? Für die Leute, die diesen Kanal in der
RPG Maker Sektion verfolgen oder in der Let's Play Sektion. Ganz andere Schiene als die lieben True Goffs, die jetzt hier reingucken. Ich habe den guten Blake Box einmal persönlich getroffen, der wohnhaft in Köln ist. Und wir haben uns mal für ein Stündchen getroffen. Es war ein sehr ehrliches, sehr vertrautes und sehr unterhaltsames Gespräch mit ihm, sehr transparentes Gespräch. Haben über Videos gesprochen, haben über uns gesprochen, dieses und jenes, über seinen Kanal, über meinen Kanal. Es war einfach ein cooles Gespräch und ja, da kann ich einfach nur nochmal sagen, danke lieber Blake, das war nett. Und wenn ihr mal in Köln seid, dann schreibt ihn doch mal an und dann trifft er sich vielleicht mit euch und erklärt euch, wie ein Fluss funktioniert, so wie er es mir erklärt hat. Das weiß ich jetzt. Ich bin schlauer und ein besserer Mensch insgesamt nach dem Amphi-Festival. Für das ich etwas über 100 Euro bezahlt habe, ein Preis, mit dem man durchaus rechnen muss und eine Zeit von 2 Tagen, mit der man durchaus rechnen muss. Ich denke, mir würde ein Tag 2025 reichen, auch erstmal schauen, wer da so dabei ist. Es war dennoch eine gute Erfahrung. Ich habe es gerne gemacht, es war anstrengend, aber ich habe die Menschen gerne getroffen und ich habe den Acts gerne zugehört. Viele davon habe ich das erste Mal live gesehen. Und viele davon werde ich auch gerne wieder live sehen. So, da stelle ich mir überhaupt keine Frage. Und das Amphi-Festival ist eine coole, kleine, bescheidene, süße, aber auch schöne und spannende Angelegenheit. Unbedingt. So, und mehr kann und sollte man vielleicht auch gar nicht dazu sagen. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das Amphi-Festival empfunden habt. Lasst mich gerne wissen, welcher euer Lieblingsact war. Vielleicht auch einer, den ich gar nicht dabei hatte, den ihr richtig geil fandet, damit ich ihn nachholen kann. Was fandet ihr gar nicht so gut? Was fandet ihr nicht so spannend? Was kann man noch verbessern? Was fandet ihr spannend? Lasst es mich gerne alles wissen. In der Beschreibung natürlich das ganze Amphi-Festival 2024 Feature und weitere Festivals, WGT und dergleichen Playlists. Könnt ihr euch alles anschauen oder auch nicht, wie ihr möchtet. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mittelaltermarkt-Festival, was auch immer. Joraiko garantiert geistlos. Es war mir eine Freude. Ciao.